Hallo Tobias, normalerweise würde dich an dieser Stelle ein Freund oder Kollege beim Drehen unterstützen, da du aber leider keine Freunde hast, weil du eh nur im Keller Computerspiele spielst und dich sowieso niemand mag, musst du heute mal alleine auskommen. Liebe Grüße von dir selbst. PS, unter dem Brief liegt ein Paket, falls du es übersehen haben solltest. Was denn für ein Paket? Ach, das Paket. Tobi-Toast. Hallo meine Lie... Nee, warte mal, falscher Kanal, aber selbes Thema. Hallo und damit ein recht herzliches Willkommen zu einem, ja, mal etwas spezielleren Video von mir. Ich wurde vor einiger Zeit von der Firma BenQ angeschrieben, ob ich nicht mal eines ihrer wundervollen Produkte ausprobieren möchte, woraufhin ich mich natürlich erstmal kurz ein bisschen informiert habe, was das Ganze denn überhaupt so genau ist. Und ich muss zugeben, ja, es ist durchaus interessant für mich. Und bevor jetzt wieder irgendwer anfängt zu meckern von wegen mi, Tobi, du bist voll geldgeil, mi, ich werde nicht für das Ganze bezahlt, ich darf lediglich das Ganze nur behalten, ja, das ist wirklich alles und ich lasse auch nicht meine Meinung oder so kaufen, nur um das mal kurz klarzustellen, ja, also ich habe wirklich geguckt, ist es interessant für mich, es ist interessant für mich, deswegen sitze ich jetzt hier, so, und wer damit ein Problem hat, der ganz ehrlich, Klappe halten oder abhauen, habe ich kein Problem mit. So Leute, ich würde aber sagen, wir kommen jetzt erstmal zum Paket und das habe ich tatsächlich auch schon hier. Ja, habt ihr jetzt gedacht, ihr könntet meine Adresse sehen? Nö, leider nicht. Ich habe nämlich wirklich alles unkenntlich gemacht. Also wirklich alles, wie man sieht. Ich bin ja sehr paranoid, wie man wahrscheinlich überhaupt nicht gemerkt hat. So, ich habe mich hier schon mal vorbereitet mit einem sehr scharfen Gegenstand. Nee, natürlich nicht, sonst mache ich hier vorne noch irgendwas kaputt. So, ich schneide jetzt erstmal ganz zärtlich, ne, wie in einer OP jetzt erstmal ganz vorsichtig den Karton auf. Ich kann das ja mal zeigen, das ist bestimmt ganz interessant für euch. So, wir wollen ganz zärtlich, ne, das muss hier natürlich alles ganz zärtlich vonstatten gehen, so ganz vorsichtig. Wir wollen hier wirklich nichts kaputt machen. So, vor allem mich nicht. Das wäre nämlich auch doof, wenn ich kaputt gehen würde, das wollen wir ja nicht. Also weiß ich nicht, ob ihr das wollt. Kann ja sein, dass das jemand von euch will. Ich jedenfalls nicht. So, le Messer. Ich weiß nicht, ob wir das noch brauchen werden. Ich leg das hier, ja, ich leg das hier, glaube ich, erstmal nochmal kurz hin. So, was haben wir denn hier Schönes drinne? Einen in Plastik umhüllten, wunderschönen Karton. Ich glaube, das Ding brauchen wir nicht mehr. Das kann dann auch, ja genau, fallen wir mal um. Wunderschön in Plastik eingepackt, ja. So ein, ist so ein bisschen so eine Schutzhülle, so ein kleines Kondom oder sowas. Das ziehe ich mal so ein bisschen runter. So, hier auf jeden Fall nochmal, ne, Le Karton zu sehen. Man hört mich gar nicht, glaube ich. Le Karton, hier sieht man es auf jeden Fall schon, was das denn vielleicht sein könnte. Das ist nämlich, guck mal, steht sogar drauf. BenQ Screenbar E-Reading Lamp. Also es ist so eine Art Schreibtischlampe. Eine bisschen speziellere Schreibtischlampe, könnte man sagen. Das werde ich euch gleich aber auch auf jeden Fall nochmal im Detail so ein bisschen zeigen. Und wie mache ich das denn jetzt hier überhaupt? Da muss ich schon wieder schneiden. Alles immer so doppelt und dreifach hier verpackt. Ganz ruhig, ja. So. Und die andere Seite natürlich auch nochmal. So. Das hätten wir. Und jetzt können wir nämlich ganz vorsichtig und sanft... Guck mal, da kommt das auch schon raus. Das Zimmer verwandelt sich langsam in so einen kleinen Müllhaufen. Ich hätte eigentlich nochmal raufschauen sollen. Warte mal, ich schaue hier nochmal kurz. Hier stehen da nämlich noch Sachen drauf. Hier zum Beispiel, hier, guck mal, ich kann das ja mal in die Kamera halten. Da sieht man das. Sieht man, der Xingchong, Pingpong, King King, irgendwie so. Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Irgendwas mit, Taiwan? Keine Ahnung, Rückseite, irgendwas. Ah, hier nochmal Betriebsanleitung. Also, weiß nicht, falls es jemand interessiert hier, ne, also... Ja, eigentlich relativ uninteressant. Ich denke mal, das Ding wird jetzt nicht so schwer sein aufzubauen. So, noch ein Karton. Ja, so hier nochmal alles auf Chinesisch. Na, doch tatsächlich, hier ist wirklich alles auf Chinesisch. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann das doch nicht alleine aufbauen. Ich bin, meine Intelligenz reicht dafür nicht. Also hier nochmal, ne? Also irgendwie Betriebsanleitung oder so. Und hier nochmal, oh, das sieht aber wirklich sehr schön eingepackt aus, muss ich wirklich zugeben. Guck mal, wie edel. Na, holla die Waldfee. Fangen wir mal mit der uninteressantesten Sache an. Ich muss mal hier... Ich mach hier alles kaputt.
dieses komische Teil, keine Ahnung. Also falls jemand die Pappe haben will, ruhig mal melden, ne? Die verlose ich sonst nochmal. Natürlich nur gegen Geld, ist ja klar. Ich bin ja seit neuestem Geld geil. So, hier ein wunderschönes Kabel. Wir fangen einfach mal mit den uninteressantesten Sachen einfach mal an. So. So, hier auch wieder so ein Plastikkostüm hier. So, mache hier gleich noch alles kaputt. Ja, auf jeden Fall einfach so ein USB-Kabel, wie man sieht, ne? Hier, ganz normal. Stell mal scharf. Stell mal. Der stellt das nicht scharf. Ist auf jeden Fall ein USB-Kabel, also kennt ihr ja wahrscheinlich von zu Hause, ne? Ja, damit wird das Teil dann wahrscheinlich angeschlossen und mit Strom versorgt und alles. Das lege ich erstmal hier ganz kurz neben das Messer. Da liegt es sicher, neben dem Messer. So, und hier haben wir, das scheint wohl die Halterung zu sein. Hier ist noch so ein bisschen, das ist immer alles so mit Klebeband, nicht mit Klebeband, aber alles so mal mit Folie eingedeckt ist. Das ist ja, warte mal, ich pulle das mal eben kurz vorsichtig runter. Wenn ich mal wüsste, wo ich hier anfangen soll. Hilfe! Hier! Toll. So, das ist auf jeden Fall so ein kleines Gewicht. Ich glaube, da wird das dann irgendwie so reingesteckt und da kann man das so hinter den Bildschirm packen. Wie gesagt, da kommen wir gleich nochmal zu, warum hinter dem Bildschirm und so. Das ist auf jeden Fall ziemlich schwer. Ja? Fast so schwer, wie meine Witze zu verarbeiten sind. Ja, es wird heute nicht besser. Macht euch jetzt keine Mühe. So, ich mache jetzt mal so. Und das ist, glaube ich, das Herzstück des Ganzen. Eine Stange. Kann ich euch jetzt mit verhauen? Nee, das ist nämlich die eigentliche. Guck mal, auch wieder so ein Plastik eingehüllt. Das ist nämlich die eigentliche Lampe. Hier auch wieder Folie. So, weg damit. Ist so eine längliche Lampe. Die kommt dann irgendwie über den Bildschirm und so. Und soll dann ganz toll irgendwie, ja, eben halt in den Schreibtisch beleuchten, ne? Und dann, das soll wohl auch irgendwie ganz angenehm für die Augen sein und sowas. Übrigens, da kann ich auch schon mal kurz direkt dazu kommen, warum das für mich interessant ist, weil ich mich sonst immer mit so einer riesigen Softbox beleuchten habe lassen, die da jetzt übrigens oben an der Decke hängt, um mich jetzt auch hier zu beleuchten. Und da dachte ich mir, es wäre schon irgendwie geil, wenn man hier was Kleineres hätte, was jetzt so ein bisschen weniger Licht spendet, aber trotzdem, dass mein Gesicht gut beleuchtet ist und so. Und allgemein dann eben halt auch, dass man, deswegen dachte ich, das wäre ganz interessant. Man sieht auf jeden Fall, das ist hier, ist das Touch? Denk mal, das ist Touch, glaube ich. Kann man das hier sehen? Der stellt das nicht scharf. Wenn ich jetzt so ein bisschen näher komme. So. Der, irgendwie habe ich es noch nicht so ganz raus. Ich glaube, ja, so ein bisschen kann man das jetzt erkennen, wenn ich, ja, jetzt hier so. Also man sieht auf jeden Fall, da sind so Touch-Knöpfe. Hier auf der anderen Seite nochmal, ne? Da sind die kleinen Glühlämpchen drin. Die dann wahrscheinlich leuchten werden. Ja, wo war das hier eigentlich schon gewesen? Hier ist noch ein bisschen Karton. Hier ist jedenfalls, also wie gesagt, wenn jemand den Karton. Ja, wenn jemand den Karton haben will, gerne mal melden. Ne, den verlose ich dann gerne. Aber natürlich nur gegen Geld, habe ich ja schon gesagt. So, das war es dann eigentlich auch schon. Ich würde sagen, ich bastel das Ganze jetzt einfach mal zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, alles aufgebaut und weiter geht's. Man sieht schon, das ist jetzt, Entschuldigung, wenn das Licht jetzt gerade so ein bisschen schlecht ist, das wird, glaube ich, hoffentlich gleich besser. Ich habe das Ganze jetzt einfach mal hier, ne, wie es sich gehört, oben auf dem Bildschirmrand platziert. Und wenn ich jetzt quasi mal den Anknopf drücke, dann sieht man auch schon, wie toll hier der Schreibtisch beleuchtet wird. Und ich würde einfach mal sagen, ich mache mal eben kurz das Licht hier im Zimmer aus, um das Ganze nochmal ein bisschen besser zur Geltung zu bringen. So, au, knall ich hier voll gegen meinen Schreibtisch. So, Licht eben kurz ausgemacht und ja, man sieht mich jetzt ein bisschen schlecht, aber es soll ja eher darum gehen, was hier gerade überhaupt vonstatten geht. Wie gesagt, Licht ist jetzt aus und man sieht auf jeden Fall, der Schreibtisch wird echt schön, ne, von hier oben beleuchtet auf jeden Fall. Also es blendet auch nichts, der Bildschirm wird auch nicht geblendet. Vielleicht sollte ich das mal hier so ein bisschen einstellen. Vielleicht einfach mal, weiß ich gar nicht, so, warte, so, ist glaube ich vielleicht ganz okay, ja. Ich glaube, man kannte, der Knopf hier war, glaube ich, für, ich weiß, ich glaube, das war, da stellt er sich automatisch ein. Tatsächlich, da stellt er sich automatisch mit dem Licht ein, dass es irgendwie super gut passt, ich weiß nicht. Und außerdem kann man hier noch, warte, jetzt muss ich mal gucken, was ist das, die Farbtemperatur, kann man übrigens auch ein bisschen regeln, wenn ich jetzt hier,
Ja, von kalt auf warm kann man da irgendwie wechseln. Also das ist auf jeden Fall schon ziemlich cool. Also wenn man zum Beispiel mal einen gemütlichen Kinoabend vorm PC machen möchte oder ich weiß nicht, einfach ruhig irgendwas spielen möchte, da kann man auf jeden Fall vielleicht so ein bisschen wärmeres Licht anmachen, wie jetzt zum Beispiel. Oder wenn man sich ein bisschen mehr konzentrieren möchte, dann beispielsweise so ein schönes kaltes Licht. Und das hier müsste, glaube ich, ist das die Helligkeit? Das ist tatsächlich die Helligkeit. Tatsache. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht echt geil aus. Also jetzt wirklich ungelogen, es sieht wirklich echt geil aus. Ich bin echt ein bisschen begeistert. Sehr angenehm tatsächlich. Was natürlich schade ist, gut, okay, das ist natürlich eine andere Sache. Das Leuchten, also dass die RGB-Beleuchtung hier von meiner Tastatur kommt, ist natürlich nicht mehr so wirklich zur Geltung. Ebenso von der Maus, aber ganz ehrlich, pff, sonst kann man das zur Not auch mal ausschalten. Aber ich finde es echt geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann hier alles super sehen, kann auch beim Mischpult. Das hat mich auch mal so ein bisschen gestört, ne? Wenn ich hier so saß und dann war es immer so halb dunkel gewesen. Ich konnte nicht sehen, was ich am Mischpult mache. Weißt du, wenn ich mal zwischendurch mal schnell was umstellen will, ich konnte da nicht so, muss ich immer so eine Taschenlampe rauskramen oder meine Nachtsicht aktivieren, die ich ja in den ganzen Jahren hier unten im Keller entwickelt habe. Aber jetzt kann ich das hier echt formidabel erkennen. Ja. Bildschirme werden auch nicht geblendet, also gut, ich müsste das Ganze hier vielleicht mal ein bisschen so zur Seite ziehen, weil da ja noch die Facecam ist, aber das sollte, glaube ich, kein Problem sein. Ich bin nicht so stark, deswegen. So sollte das eigentlich gehen, wenn ich das jetzt... So, ja, sehr gut, so. Super, gut. Leute, ich würde sagen, wir wechseln nochmal kurz in eine andere Ansicht und dann geht es nochmal kurz zum Ende. So, ja, während das Ganze da hinten noch ein bisschen am Verarbeiten ist, kommen wir, wie eben schon gesagt, jetzt einfach mal zum Fazit. Und von meiner Seite aus muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin tatsächlich begeistert. Ich möchte das Ding nicht mehr weggeben, was ich zum Glück ja auch nicht muss. Nee, also finde ich wirklich super, das Teil. Ich habe eben noch mal ein bisschen gespielt tatsächlich und ich bin super damit klargekommen. Hat mir echt mega gut gefallen. Ist eben halt auch wirklich sehr hochwertig verarbeitet, so habe ich das jedenfalls empfunden. Und was ich auch ganz gut finde, ist mir eben noch aufgefallen, dass das Ganze wirklich auch Touch-Knöpfe oben hat, ne? So kleine Touch-Dinger. Weil ich glaube, wenn du wirklich richtige Knöpfe zum Drücken hättest, würde das echt Probleme machen, wenn du da immer so, ne? Sonst würde das Ding dann irgendwann runterfallen und das wäre natürlich nicht so toll. Deswegen also von mir klare Empfehlung, würde ich sagen. Einen kleinen Makel hätte ich dann allerdings doch noch und das wäre dann wie allzu oft natürlich der Preis. Der beläuft sich nämlich auf 99 Euro waren es gewesen, glaube ich. Ja, es war 99 Euro. Gut, muss man natürlich wissen, wenn du das Geld hast und es haben willst, würde ich es auf jeden Fall holen. Wenn man es dann braucht. Wenn man jetzt nicht unbedingt das Geld hat, sollte man es sich vielleicht noch überlegen. Empfehlen würde ich es aber trotzdem, weil, also, wie gesagt, ich bin wirklich begeistert von dem. Ich möchte es auch nicht mehr weggeben oder so. Ja, das auf jeden Fall soweit davon. Oh, und was ich auch noch ganz toll fand, eben halt, dass es auch so ein bisschen variabel ist mit dem USB-Anschluss, dass du es eben halt auch mal in den Computer reinstecken kannst oder an der Powerbank oder, weiß ich nicht, sonst an der Steckdose, wo man es überall machen kann. Also sehr variabel, sodass man es eben halt auch mal mobil am Laptop beispielsweise mal mitnehmen kann. Ne? Nicht jeder Laptop hat ja immer so eine beleuchtete Tastatur, da ist das vielleicht auch mal ganz praktisch. Oder wenn man es eben halt auch mal unterwegs so ein bisschen als Leselampe benutzen will, ne? Ganz plump gesagt, eignet sich natürlich auch ganz gut dafür. Ja, ansonsten habe ich euch das Ganze einfach mal unten in der Videobeschreibung per Amazon-Link verlinkt. Und zudem findet ihr auch noch einen Link zu einem kleinen Infovideo zu dem Ganzen, wo das auch noch mal ein bisschen besser erklärt wird. Ja, das war es dann eigentlich soweit von mir gewesen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle übrigens nochmal an BenQ, die mir das Ganze natürlich umsonst zugeschickt haben. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Hat mich sehr gefreut für eure, über diese Kooperation. Und ja, gut, das war es dann soweit von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss, euer Tobi.